Wien, die Hauptstadt Österreichs, das Parlament. Hier fand eine Veranstaltung, bei der die Entwicklung des historischen Tirol in den letzten beiden Jahrzehnten durchleuchtet wurde, statt. Südtirol wurde bei der Veranstaltung von Landeshauptmann Luis Durnwalder vertreten. Alles Tirol ist hingegen der Titel des Films, der den Vertretern der österreichischen, Südtiroler und Trentiner Institutionen vorgeführt wurde. Hausherrin der Veranstaltung war natürlich Barbara Prammer, Präsidentin des Nationalrats. Sie hat in die Problematik eingeführt, welche die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft dieser wichtigen Region in der Mitte Europas zum Thema hatte. In einem Film kann man natürlich nicht alles wiedergeben. Man kann natürlich einige schöne Bilder wiedergeben und so weiter, aber man kann natürlich nicht die vielen Opfer und vor allem auch den Einsatz von Personen wiedergeben, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Bilder so ausgefallen sind. Natürlich, Streitbeendigungserklärung bedeutet, ein Streit ist beendet worden. Das heißt, vorher war ein Streit und deswegen ist auch richtig, dass auch in Erinnerung gerufen worden ist, der Einsatz in den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren, 50er Jahren, vor allem auch der 60er Jahre aufgezeigt worden ist, aber vor allem auch der Einsatz von Leuten, von Personen in den Verhandlungen und vor allem auch die Interpretation des Pariser Abkommens. Aber auf der anderen Seite ist auch richtig, dass auch gezeigt worden ist, dass wir nach der Streitbeendigungserklärung versucht haben, diese Buchstaben mit Leben zu erfüllen. Sonst wären alle diese Bilder nicht möglich gewesen. Das heißt, dass sich die Leute eingesetzt haben, dass unser Land einerseits der Tradition verpflichtet ist, aber vor allem auch offen für alles Neues ist, eine europäische Region geworden ist, wo drei Sprachgruppen miteinander leben können. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige. Die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Bozen, Trient und Wien heißt Euregio. Eine Region, in der die Grenzen durch den Willen zur Zusammenarbeit im Namen einer Zukunft in Frieden und Wohlstand überwunden werden. Ich glaube einfach, dass man für Südtirol die Position ist, als Bindeglied zwischen dem Norden und dem Süden. Dieses Bindeglied-Funktion ist im Bundesland Tirol verloren gegangen, dadurch, dass Südtirol ist. Und Südtirol ist dann zu klein, um allein diese Bindungsfunktion zu haben. Und Tirol war immer in seiner Geschichte ein Verbindungsraum, ein Raum wirtschaftlicher und kultureller Verbindungen und dadurch ein interessanter Raum. Und deswegen ist es auch für Südtirol wichtig, dass das Bundesland Tirol dabei ist, um wieder ein interessanter, wichtiger Raum zu sein, in einer Zeit, die vielleicht nationalstaatliche Auseinandersetzungen überwindet. Und die Trennung Tirols war letztlich auch eine Folge nationalstaatlichen Denkens. Und wenn man dieses nationalstaatliche Denken in Europa langsam beseitigen kann, dann löst sich das Problem von selber. Die Zukunftsperspektiven für eine Zusammenarbeit von Südtirol, dem Trentino und Tirol finden in der Euregio ihren geeigneten Platz. Mit Zuversicht in die Zukunft schauen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Die Entwicklung hat uns heute die Möglichkeit gegeben, dass wir trotz der bestehenden Verwaltungsgrenzen zusammenarbeiten können, dass wir uns ergänzen können, dass wir gemeinsame Programme machen können, dass wir vor allem auch zeigen können, dass wir imstande sind, über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, um auf diese Art und Weise eine sichere Zukunft für unser Land zu gestalten. Hermann Gahr, Obmann des Südtirol-Unterausschusses im Nationalrat, hat in seinem Vortrag die wichtigsten Ereignisse der Geschichte Tirols seit Abgabe der Streitbeilegungserklärung im Jahr 1992 unter die Lupe genommen.